Servus Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, zum zweiten DLC Ballade der Recken. Wir haben jetzt alle vier Balladen gehört der Recken und nun haben wir die anscheinend finale Mission im Schrein des Lebens. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe im letzten Part schon mal gesagt, was ich denke, was passiert, habe aber wie gesagt keine Ahnung. Du, der du einen Titanen zu steuern suchst, willkommen zurück an dem Ort, an dem alles begann. Du hast bisher alle Prüfungen bestanden, so sollst du dich nun auch der letzten stellen. Bringe den Shika-Stein zurück zu dem Podest, an dem du ihn zu Beginn deiner Reise fandest. So wird sich dir der letzte Weg eröffnen. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Nun gut. Das Teil kann ich wahrscheinlich schon wieder nehmen, aber... Bitte Shika-Stein einsetzen. Vielleicht brauchen wir das gar nicht, aber ich denke mal schon. Shika-Stein erkannt. Fahr zur unteren Ebene initialisiert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss es mit diesem Zerstörer nach in Schloss Hyrule und Ganon besiegen, aber das sieht mir jetzt doch nach irgendwas anderes aus. Aber es hat hundertprozentig was mit dem Zerstörer zu tun, also wird es wieder sackschwierig. Das denke ich auf jeden Fall. Aber wir werden es gleich erfahren, was unsere Aufgabe sein wird. So, ganz kurz. 99,91%, also hat es tatsächlich mit den Quests zu tun. Sieht mir aus, doch noch wie ein richtiger Dungeon. Sei willkommen, du hast viele Prüfungen bestanden und bist nun endlich hier. Stelle dich jetzt der letzten Prüfung. Die Prüfung besteht aus einem Labyrinth. Hole dir daher zuerst die Karte. Du erhältst die Karte am Leitstein dort. Okay, hat aber nichts mit dem Zerstörer zu tun. Ja, das mit der Karte war ja mal einfach. Shika-Stein erkannt. Karte wird aktualisiert. Okay. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Ach echt? Wir sind hier in einem Titanen. Okay, was soll denn das von Titan sein? Also ich erkenne auf jeden Fall nicht wirklich einen Titan. Gut, es gibt hier wieder verschiedene Kontrollsiegel, die wir aktivieren müssen. Insgesamt sind es, so wie es aussieht, 4 Stück. Und dann machen wir das mal.
So. Ah, also was gibt es hier drin? Strom? Das bringt, so wie es aussieht, nichts. Okay. Aha. Okay, das ist sozusagen der Schlüssel später, um durch dieses Tor zu gelangen. Sobald diese Siegel weg sind, also alle vier, kommen wir nämlich hier durch. Alles klar, dann weiß ich das auch schon mal. Gut, ja, es ist nicht ganz einfach. Natürlich, wir müssen jetzt erstmal checken, wo was ist hier. Was wir machen müssen. Ich muss mich natürlich jetzt erstmal umschauen. Na, was sieht ziemlich sehr komisch aus. Gerade hier drüben. Na gut. Ja, aber irgendwas muss es doch hier geben, was ich machen kann. Ich kann hier halt echt nichts machen. Na gut. Nö, ich habe echt keinen Plan. Das bringt nichts. Ah, vielleicht muss man hier was drehen. Teil hat irgendwas zu bedeuten. Wenn ich nur wüsste was. Kein Plan. Ich hab sicher halt mal was aktiviert, aber ob es was bringt, ist die andere Frage. Fahren wir es hier einfach mal ein Stück hoch. Vielleicht bringt das hier irgendetwas. Hm.
Nein. Bringt auch absolut gar nichts. Gut, dann habe ich echt keinen Plan. Aber da soll ich rein. Da drüben soll ich rein und das funktioniert auch ganz gut. Ich muss jetzt nur warten, bis es wieder zu mir rüberkommt. Theoretisch komme ich da auch viel höher jetzt wieder. So, da kommt schon. Alles klar. Das ist ein Anteil nur Licht. Ich hoffe, ich brauche dieses Teil nicht. Also diesen Zerstörer. Es hat es nie was. Niemand hat was gesagt, deswegen hoffe ich mal, das stimmt so. Muss man mich die andere Seite wieder drehen, damit ich da hochlaufen kann. So, was passiert jetzt? Ah, okay, die gucken bis da rein. Ich muss es jetzt immer so drehen, damit die Kugel da auf der anderen Seite rauskommt. Auf jeden Fall eine coole Idee. So, und da ist die Kugel. Cool, das hat richtig Spaß gemacht. Okay, jetzt muss ich sie da reinlegen. Ich hoffe, das passt alles. Ja, Kugel kommt unten an und das Tor geht auf. Perfekt. Auch in diesem Dungeon werden wir natürlich alle Truhen uns holen. Das Problem ist, ich muss gerade nur mal schauen, wie komme ich denn da nochmal zurück jetzt. Ja, wird schon stimmen. Bin ich froh, dass es doch nochmal einen richtigen Dungeon gibt. Ich bin auch extrem gespannt, was da der Boss sein wird. Schickerstein erkannt. Ein Schloss der Tür wurde deaktiviert. Noch 3 Kontrollsiegel. Okay, da oben haben wir eine Truhe gesehen. Oder ich auf jeden Fall. Frage ist nur, wie zum Teufel komme ich da hoch? Das ist die wirklich gute und interessante Frage, denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hätte es gesagt, vielleicht so mit dem hier irgendwie da reinstehen und dann nachher runterspringen, wenn wir ganz oben sind. Das ist doch die einzigste Möglichkeit, die mir dazu einfällt. Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Ziel.
Denn damit funktioniert es ohne Probleme. Ein Steinspalter. Ich muss natürlich die ganzen Waffen jetzt alle wieder rauswerfen. Denn ich will natürlich alle Truhen hier drin schon mitnehmen. Das Problem der Steinspalter ist nicht wirklich gut. Das bedeutet, das normale Eisschwert, was wir doppelt haben, muss raus. Alles klar. Gut, ansonsten gibt es hier, glaube ich, keinen weiteren keine weitere Truhe. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Perfekt und rein da. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter um. Was gibt es hier oben denn? Ist ziemlich hell, deswegen sehe ich so ein bisschen wenig. Oh. Was habe ich getan? Ich habe das Teil einfach rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee jetzt war. Ich meine, ich wüsste zwar wieder einen Platz, wo man das ranmachen kann, aber... Ich lasse es erstmal hier kurz liegen. So. Mal gucken, ob es was bringt, wenn wir das in eine andere Richtung drehen. Das muss irgendwie hoch gemacht werden. Weil ich muss da rein. Ach, warte mal. Jetzt sehe ich es, ja. Diese Teile, die müssen... Muss eins befestigt werden. Damit es hier anschlägt. Muss aber auch ehrlich sagen, es ist verdammt schwierig. Was habe ich damit gemeint? Es wird nicht so lange halten. Also war die andere Richtung doch wohl richtig. Und so müssen wir es machen. Okay, es fällt wieder zurück. Das ist natürlich blöd. Aber auch gut zu wissen. Dann heißt es, wir müssen schnell sein. Und da reinlaufen. Okay, also wir kommen auf jeden Fall wieder hoch, da ist eine Leiter. Also das ist schon mal nicht das Problem. Ich drehe es jetzt mal in die andere Richtung, muss nur gucken, was passiert. Ah, ich sehe jetzt schon, was ich machen muss. Aha. Komm, renn. Dann komme ich mich hier hoch. So, wo sind wir jetzt gelandet? Okay, Wasser gibt es hier. Das ist schon mal nett. Da kann hier runterfallen, aber das macht dann nichts aus. Okay, aus Metall sind die Teile nicht.
Okay, es geht um das Teil hier. Die Frage ist, was soll dieses Teil machen? Verdammt, gute Frage. Okay. Stell auf jeden Fall schon mal das Wasser ab. Und ich komme an diese Truhe ran. Eine Zora-Lanze. Dann machen wir ganz kurz den raus. Nehmen die Zora-Lanze mit. So, damit die Truhe einfach leer ist. Ich brauche die Zora-Lanze nicht. So schlecht. Macht irgendwie keinen Sinn, die mitzunehmen. Aber ich will, dass alle Truhen leer sind. So, wenn ich nachher welche suchen gehe, dann wäre es blöd, wenn dann noch eine da wäre, die noch offen ist. Dann bedeutet das ja für mich die ganze Zeit, ja, dass ich... Oh. Ja, das bedeutet dann für mich, dass ich ständig eine Truhe sehe, die eigentlich ja gar nicht mehr da sein soll oder so. Okay, da schnell. Kugel. Okay. Und damit sind wir beim zweiten. Coole Ideen haben die. Also der Dungeon, der gefällt mir echt sehr gut. Und hätte nicht gedacht, dass es nochmal einen großen Dungeon gibt. Noch zwei Kontrollsiegel und die Tür, das Tor geht auf. Perfekt. Nö, gefällt mir sehr cool. Also dann haben wir das hier nämlich auch abgeschlossen. Und wir kommen weiter. Ach, jetzt dreht sich das ganze Teil mit. Oh, es kommen neue Gegner hinzu. Wisst ihr was, der ist ein bisschen zu schwach. Daneben geschossen? Hey, wie das? Ich hab doch getroffen. Irgendwie nicht gezählt, warum auch immer. Es war knapp. Aber haben wir auch hinbekommen. So, sehr gut. Dann haben wir das auf jeden Fall mal abgeschlossen. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal hier oben irgendwie lang. Da waren wir jetzt zum Beispiel ja noch nicht. Muss man nur überlegen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie da wieder hochkommen. Das ging ja damit eigentlich recht gut. Bis das normale Plan ist.
beziehungsweise die Idee von dem Spiel, dass es so hochkommen soll. Keine Ahnung. Aber es funktioniert. Ach warte, ich muss jetzt in eine andere Richtung drehen. Shit. Boah, das war Glück. Das war Glück. Ich hätte in die Hose gehen können. So, bevor ich jetzt aber weitergehe, gucke ich mich hier da drüben noch schnell um, weil hier gibt es da noch mehr. So wie es aussieht, muss das Teil doch mitkommen. Und zwar muss es hier rein irgendwie. So, dann ist nämlich das auch alles angeschlossen, dann kommen wir nämlich auch hier durch. So, ich hole mir noch schnell die Uhr hier. Und Bombenpfeile, das ist aber nett. Okay, das heißt also, wir kommen jetzt hier unten durch, dann kann ich hier runterspringen. Zieht die Luft oder? Ich glaube ja, also müssen wir wahrscheinlich vielleicht sogar aufpassen, nicht dass wir da reingezogen werden und sterben. Wenn ich jetzt umdrehe, dann bläst die Luft. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Okay, ich verstehe. Wir müssen uns da oben irgendwie drauf landen. Oh, das haben wir doch gut hingekriegt. Die Frage ist jetzt nur, und jetzt? Bin ich hier oben, aber was bringt es mir? Ich kann hier oben ja anscheinend nichts machen. Ich meine, klar, ich muss darüber. Aber komme ich da durch, ohne dass mir was passiert? Ah, ich muss das Teil mal kurz anhalten, ne? Ich habe das extrem blöd angehalten. Aber egal. Nummer 3. Ein weiteres Schloss wurde deaktiviert. So, dann fehlt jetzt nur noch einer. Schwalbenbogen. Sehr cool. Okay, wir müssen den Propeller auf jeden Fall nochmal anhalten. Oh, renn, komm, wenn wir gerade angehalten haben. Komm hier doch. Super. Dann fehlt uns nur noch eines. Und wo das liegt, wissen wir ja. Aber es kam schon wieder Gegner hinzu. Mal ziemlich stark jetzt sogar. Muss nur gucken, nicht, dass es da noch mehr gibt. Momentan sehe ich nur den hier. Der da oben schön rumfliegt und mich beobachtet.
oder mich beobachten möchte, aber das kriegt er nicht hin. Nein, nein, nein. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall darüber auf die andere Seite, denn das ist jetzt unser letzter Kontrollpunkt und dann hätten wir alle. Ob wir natürlich alle Truhen haben, ist was anderes, glaube ich vielleicht noch nicht so ganz, aber jetzt schauen wir erstmal, wie wir da drüben weiterkommen. Das wird wahrscheinlich eher ein größeres Problem werden. Keine Ahnung, ob das der Sinn ist. Ich hatte wohl keine andere Wahl. Jetzt nochmal runter zu springen. Sonst wäre ich jetzt gebrutzelt worden. Auf jeden Fall, wir müssen uns da noch mal ein bisschen umschauen, weil ich glaube, das so ganz stimmt es noch nicht, was ich da gerade gemacht habe. Aber auch da kommen wir drauf. So, wir müssen uns den Bogen kaputt machen. Dann nehmen wir jetzt den da, der ist mit einer 20er Stärke, ist das solide und er sieht verdammt gut aus. So, dann gehen wir erstmal darüber, denn da sehe ich eine Truhe. Das Problem ist, wie zum Teufel komme ich an die Truhe ran? Ach, das ist eine Öffnung. Ich kann das Rad stoppen. Ja, komm ran. Ein Gerudo-Schild. Oh. Ah, das sieht verdammt gut aus. Ich werf raus. Eins davon. Sieht verdammt schön aus, deswegen Königsschild haben wir so viele. Und ehrlich gesagt nutze ich eh nur eines. Von daher. So, jetzt muss ich nur ganz kurz mal schauen, was hat es eigentlich mit diesem ganzen Teil hier auf sich? Denn irgendeinen Sinn muss es ja machen, aber ich verstehe ihn noch nicht ganz. Ich glaube, wenn ich das irgendwie richtig hinziehe oder so weiter. Ach ja, ich sehe es. Ich muss das in die Türe einraschen lassen. Wenn es vorbeikommt. Und dann dreht sich die Türe mit. Das heißt, eigentlich müssen wir runter. Und sobald es hier vorbeikommt, beziehungsweise anvisieren können wir es ja gleich, wenn es runterkommt, muss ich das da reindrücken. Und dann dreht sich alles mit und dann klappt die Sache nochmal. So, komm her. Und klappt. Okay, mal nochmal. Jetzt. Perfekt, würde ich mal sagen. So war es geplant. Krasse Technik, es macht extrem Spaß. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, was müssen wir hier machen. Wunderbare Frage. Etwas schwierigere. Ah, shit. Fehler. Nein. Das klappt nicht mehr. Ah, da ist eine Truhe. Oh yeah. Ein Gerudo-Messer. Okay, was werfen wir jetzt raus? Was haben wir denn noch doppelt? Eis, Elektro haben wir. Zwei Elektrostäbe. Dann haben wir natürlich den Wurfding raus. So, jetzt sind wir mal da drüben. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir sind halt mal drüben. Okay, da gibt es wieder irgendeinen Mechanismus, mit dem ich irgendwas machen darf. Und da oben auch. Oh.
Aber der muss nicht da unten rein, oder? Ich weiß, was ich machen muss. Was gar nicht so einfach ist. Ich muss mir das Teil da oben nämlich schnappen. Da muss ich auch erstmal hochkommen. Au. Naja. Wenigstens haben wir das Teil da runtergeholt. Und jetzt muss nämlich das hier da rein und zwar einraschen. Zack. Und jetzt muss das hier darüber. Ja, passt. So hin. Und beim nächsten Mal Umdrehung dreht sich das ganze Zeug mit. Jetzt ist nämlich alles an. Und jetzt kann ich einfach darüber spazieren und komme durch das Tor. Das ist aber nett. Nee, coole Mechanismus. Alles ganz cool. Und wir haben ihn. Den letzten Kontrollpunkt. Ein bisschen schief, aber das macht nichts. Das letzte Schloss wurde entfernt. Alle Kontrollpunkte wurden gelöst. Zutritt zum tiefsten Bereich wurde mir gewährt. Gut, dann sind wir eigentlich fertig. Wir müssen jetzt natürlich nur noch nach Schatztruhen suchen. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Das stimmt, aber ich muss bald weg und runtersteuern. Aber ich verstehe euch ja. Mit dem mächtigen Darum kann es kein Monster aufnehmen. Ich möchte einfach immer für dich da sein. Das bin ich ihr schuldig.